Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu Hunter und Kron, heute mit Colt Express, ja von Ludonaute und ja, wie man es schon unschwer erkennen kann, ein Spiel, ein Familienspiel, das uns in den wilden Westen entführt. Mit einer angenehmen Spieldauer, ja so 40 Minuten, eine Stunde braucht es meistens dann doch. 2 bis 6 Spieler möglich und ab 10 Jahren, wobei ich kann sagen, das kann man auch mit Brettspiel-fitten 8-Jährigen kann man da auch schon durchstarten. Ja, und es ist ein bisschen ein unmoralisches Thema, denn wir schlüpfen in die Rolle von Banditen und überfallen einen Zug. Und es ist fast nicht zu glauben, aber der Zug steht hier dreidimensional vor uns. Es gibt kein Spielbrett, sondern dieser dreidimensionale Zug ist das Spielbrett. Natürlich hätte man den auch auf ein Brett malen können und irgendwie dann die Dächer so drüber und dann irgendwie erklären, das sitzt über der Ebene. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das kann ich schon vorwegnehmen, die halbe Miete ist wirklich dieser dreidimensionale Zug, der überträgt das Thema perfekt. Es ist ein Western zum Spielen und fühlt sich auch wirklich dann wie ein Western an. Und es hätte auf einem gemalten Brett, wie schön es auch immer gemalt ist, einfach hätte sich nicht so übertragen. Wir sind klar diese Banditen, die am Anfang hier in den hinteren Waggons Aufstellung nehmen. Ganz vorne ist noch eine Figur zu sehen, das ist eine neutrale Figur, das ist der Marshall, der wird später versuchen, die Passagiere und das Geld der Passagiere zu beschützen. Natürlich spielen wir alle gegeneinander, wir sind jetzt nicht Mitglieder einer Bande, es ist kein kooperatives Spiel, sondern jeder hier raubt für sich selber und versucht halt möglichst viele von diesen Beutestücken, die hier im Zug verteilt liegen, zu räubern. In jedem Waggon liegen unterschiedlich viele Beutestücke, das ist von den Waggons festgelegt. Auch die Anzahl der Waggons wiederum ist abhängig von der Spieleranzahl. Klar, wenn man zu weniger spielt, ist einfach der Zug kürzer, sonst würde das nicht so gut funktionieren. Was ganz schön ist, es gibt 3 unterschiedliche Sorten von Beute. Es gibt diese Geldsäckchen, es gibt so Edelsteine. Und dann gibt es noch so einen Goldkoffer, der hier am Anfang in der Lokomotive vorne bei Marshall ist. Der Goldkoffer, der ist immer 1000 wert, aber bei den Geldsäckchen, da gibt es Geldsäcke, die sind zum Beispiel 300 wert. Es gibt auch welche, die sind 500 wert. Also da ist auch so ein bisschen Glück im Spiel, was ich für einen Geldsack abbekomme. Das sehe ich halt nicht, weil die umgedreht sind. Jeder Spieler sucht sich ja einen Banditen aus. Die haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten, stelle ich gleich noch kurz vor. Und dann hat man hier einen Satz mit Aktionskarten, mit denen programmiert man jetzt seinen Zug. Zunächst einmal wird vor jeder Runde hier so eine Rundenkarte umgedreht. Auf der ist gezeigt, wie viele Aktionen in dieser Runde gespielt werden. In dem Fall wären es nur 3. Und welcher Sondereffekt am Ende der Runde eintritt. Da gibt es unterschiedliche. Hier ist es so, da würde der Marshall nach oben schießen aufs Dach, was er sonst normalerweise nicht kann. Das heißt, am Ende dieser Runde sollte man möglichst nicht über dem Marshall stehen. Dann würde man von ihm abgeschossen werden, würde eine neutrale Schusskarte bekommen. Außerdem gibt es hier so Sondereffekte. Hier zum Beispiel die letzte Runde wird andersrum gespielt. Da wechselt sozusagen die Spielzugreihenfolge. Es gibt aber noch andere Sondereffekte während der Runde. Zum Beispiel hier die zweite Aktion wird hier verdeckt gespielt, weil wir nämlich durch einen Tunnel fahren. Dadurch weiß ich nicht, was meine Mitspieler in dieser Aktion machen werden. Alle anderen Aktionen werden offen geplant, sodass ich einfach immer genau weiß, okay, mein Gegenspieler wird jetzt laufen, dann wird er irgendwie versuchen zu schießen und so weiter. Hier durch diese Tunnelfelder kommt da eben viel Unwissen und Unsicherheit rein, was meine Mitspieler machen werden. Und das ist der Gag. Also es ist, wir programmieren unseren Zug, hoffentlich, dass alles natürlich so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und erst wenn alle 6 Banditen ihre 3 Karten, also bildet sich dann ein großer, bunter Stapel, weil da jeder seine Karten offen drauf spielt. Und erst wenn alle ihre 3 Aktionen gespielt haben, wird dieser Stapel genommen, umgedreht, damit natürlich die zuerst gespielte Karte wieder oben liegt. Und dann in zeitlich korrekter Reihenfolge werden die Aktionen ausgeführt. Und man kann dann nur noch Daumen drücken, dass einem die anderen Banditen natürlich nicht ins Handwerk pfuschen und wir plötzlich ganz woanders landen, als wir wollten. Also Spiele wie Roborally und so lassen da natürlich grüßen. Wir gehen kurz die Aktionen durch und die sind auch wirklich alle ziemlich einfach. Nach links, rechts bewegen. Ich kann mich einfach im Zug einen Waggon weiter bewegen. Stehe ich auf dem Dach, dann werde ich nicht von anderen Passagieren behindert. Es gibt keine Türen, die ich aufmachen muss. Deswegen kann ich auf dem Dach bis zu 3 Waggons weit rennen. Mit rauf, runter klettern. Wenn ich auf dem Dach bin, gehe ich in den Zug. Wenn ich im Zug bin, gehe ich aufs Dach. Raub mit so einem Dollarsymbol. Wenn ich mich dann an einem Ort befinde, wo es überhaupt Beute gibt, dann darf ich jetzt ein Stückchen davon plündern und ich darf mir auch aussuchen, welche. Ich kann den Marshall bewegen. Der läuft dann einfach einen Waggon weiter. Wenn jetzt der Marshall auf einen Banditen trifft,
dann schießt der Marshall auf diesen Banditen. Und das bedeutet, man bekommt eine neutrale Patronenkarte. Die muss ich in mein Deck nehmen. Das ist im Prinzip eine Müllkarte. Das ist eine Aktionskarte, die ich dann irgendwann ziehen werde. Mit der kann ich nichts machen. Die verstopft einfach mein Deck. Im schlimmsten Fall kann man gar nichts machen, muss passen, um neue Karten nachzuziehen. Außerdem verjagt der Marshall Banditen, die er trifft, aufs Dach. Und das ist natürlich auch witzig, weil genau durch solche Unplanmäßigkeiten, ich habe eigentlich im Kopf gedacht, ich bin im Zug, habe nicht damit gerechnet, dass ich auf den Marshall treffen werde, der jagt mich aufs Dach, es kommen noch zwei Aktionskarten, die ich davor geplant hatte, wo ich dachte, ich bin im Zug und plötzlich mache ich ganz andere Sachen, als ich eigentlich machen wollte. Und genau da liegt natürlich auch ein bisschen der Spielreiz bei bei Colt Express. Wenn der Marshall schießen kann, dürfen auch wir schießen. Wir haben auch noch zwei Schusskarten in unserem Deck und wir versuchen natürlich auf andere Spieler zu schießen. Auf den Marshall können wir leider nicht schießen, der ist geschützt, trägt halt kugelsichere Westen, was weiß ich. Aber wir können auf andere Spieler schießen. Und zwar schießt man nicht, das ist jetzt auch ganz wichtig, man schießt nicht auf jemanden, der auf dem gleichen Feld steht wie man selbst, sondern man schießt in den Nachbarwaggons. Wenn ich auf dem Dach bin, kann ich so weit schießen, wie ich gucken kann. Also ich könnte jetzt wirklich hier hinten Spieler Grün auf der Lokomotive treffen, weil ich von hier bis da schießen kann. Natürlich, wenn ich auf jemanden schieße, dann gebe ich ihm eine von meinen Patronenkarten. Jeder Spieler hat hier einen eigenen vollgeladenen Sechsschüsser am Anfang vom Spiel. Und wenn ich jetzt einen Spieler auf einen Spieler schieße und ihn auch treffe, dann gebe ich ihm eine Patronenkarte, verstopfe also auch sein Deck mit meinen eigenen Müllkarten. Es hat noch einen anderen wichtigen Hintergrund, nämlich der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Patronenkarten verschossen hat, dass er der coolste, beste Revolverheld ist, der wird nochmal mit $1000 belohnt. Und die letzte Aktion und fast lustigste Aktion, die hat man aber auch nur einmal in seinem Deck, ist die Prügelei. Ich kann mit einem Spieler eine Prügelei anfangen, allerdings im Gegensatz zum Schießen, nicht natürlich im Nachbarfeld, sondern das ist jetzt der Angriff, der auf dem gleichen Feld passiert, wie ich stehe. Und jetzt würde ich dem eine verpassen. Und auch da gibt es keine Wunde und da gibt es auch keine Patronenkarte, sondern der Spieler, der von mir geschlagen wird, der verliert ein Beutestück. Das bekomme aber nicht etwa ich, sondern das fällt einfach darunter, wo er steht. Um also was zu klauen, was ein anderer hat, müsste ich den erst schlagen und dann in der nächsten Runde es einzusammeln mit der Aktion Raub. Aber unter Umständen weiß der ja ganz genau, hat er ja gesehen, dass er geschlagen wurde und kommt der vor mir wieder dran, dann kann er unter Umständen auch die Beute, die ich ihm gerade rausgeschlagen habe, wieder einsammeln. Oder es ist noch ein dritter Spieler im Waggon, ich schlage Hunter und der dritte sammelt die Beute ein und rennt damit weg und ich versuche was einzusammeln, was dann schon gar nicht mehr da ist. Und genau aus diesem Programmierchaos entsteht natürlich der Reiz von Colt Express. Wenn hier jeder immer das tut, was er tun möchte, dann ist das Ganze natürlich langweilig. Bei Colt Express verkörpert jeder Spieler einen unterschiedlichen Banditen. Die sind erstmal sehr, sehr schön gestaltet und sie haben auch tolle Spezialfähigkeiten. Ghost, ja, der ein bisschen mysteriöse, der darf immer seine erste Aktionskarte, die werden eigentlich alle immer offen ausgespielt, aber Ghost darf seine erste immer verdeckt ausspielen. Der Tuku, der hat so eine krasse Knarre, der kann auch durch die Decke schießen oder umgekehrt vom Dach runter in den Waggon schießen. Belle, die Schöne, ja, die kennt man aus dem Saloon und so. Ja, und ihr Name ist auch in der Spezialfähigkeit Programm, denn auf die Schöne darf im Zweifel nicht geschossen werden. Ja, dann gibt es noch den Doc, da darf man statt 6 Karten immer 7 Karten auf der Hand haben, hat halt eine größere Auswahl an Aktionskarten. Es gibt die Cheyenne, das räuberische, hübsche Indianermädchen. Und zuletzt der Django, den kennt man ja, der hat besonders durchschlagkräftige Waffen. Django schießt auf mich. Dann werde ich durch die Wucht seiner Waffe noch ein Waggon nach hinten gewirbelt. Und auch das kann natürlich wie eine Begegnung mit dem Marshall meine Programmierung ziemlich durcheinander bringen. Colt Express ist ein ganz tolles Familienspiel, thematisch natürlich fantastisch. Dieser Zug, die Banditen, auch diese Charaktere, die mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten, das ist wirklich, da taucht man ganz tief ein und denkt wirklich, man ist jetzt hier so ein Bandit im Wilden Westen. Es hat mich wirklich umgehauen, weil es sieht toll aus, es macht Spaß zu spielen, es ist wirklich wahnsinnig thematisch. Dieser 3D-Zug ist ein absoluter Hingucker, wobei, seid gewarnt, der wird nicht aufgebaut irgendwie mitgeliefert, sondern ihr müsst erstmal, das sind alles einzelne Pappteile und die müsst ihr ausstanzen und dann müsst ihr den zusammenbauen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie Figuren,
Figuren aus Shadows of Brimstone zu kleben, aber man braucht auch da ein bisschen, auch für mich war das durchaus schon eine Herausforderung, diesen Zug hier zusammenzubauen. Aber naja, also sind wir ehrlich, nach einer Viertelstunde steht das Ding dann und das Tolle ist, man kann es auch einfach so in die Packung stellen und muss den jetzt nicht jedes Mal wieder ab- und aufbauen. Vielleicht muss man sagen, die Spezialfähigkeiten der einzelnen Figuren sind toll unterschiedlich, jeder spielt sich anders. Ob die dann natürlich so balanciert sind, das ist die Frage. Wir hatten zum Beispiel das Gefühl, dass die Belle ein bisschen zu stark ist. Das macht den größten Spaß in einer großen Runde. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die Zwei-Spieler-Variante. Auch wenn die spielmechanisch super funktioniert, da steuert einfach jeder zwei Banditen und so weiter. Aber da geht eine bisschen was von dieser thematischen Stärke einfach verloren, weil es genau das ist, ich bin das, ich bin Tuco, ich will Beute machen und ich will nicht zwei Leute navigieren. Dann fühle ich mich wieder wie so ein Banditenhäuptling, der gar nicht selber dabei ist, sondern seine Jungs halt hingeschickt hat. Das Spiel kommt ja mit zwei Regelvarianten daher, nämlich einmal mit der Familienvariante. Das ist auf die Seite hier, da gibt es kein Ablagefeld hier für die Karten. Da funktioniert es einfach so, nach jeder Runde werden alle Aktionskarten gemischt und sechs beliebige gezogen, sodass man auf der einen Seite weiß man da nicht, was man so richtig bekommt. Auf der anderen Seite ist es halt bei der etwas schwierigeren Variante so, dass wirklich die Aktionskartenstapel durchgespielt werden und vor allem die Schusskarten, also diese Müllkarten, die kommen immer oben auf den Nachziehstapel. Das heißt, da ist einfach so, zum einen werde ich alle Aktionen immer irgendwie kriegen, weil ich die ja durchspiele. Auf der anderen Seite, wenn man Schüsse abbekommt, bekommt man auf jeden Fall bei der nächsten Runde diese Schüsse auch auf die Hand, was einfach dazu führt, dass man auch manchmal, ja, die Schüsse tun wesentlich mehr weh als bei der Familienversion. Da hat man manchmal das Problem, man hat irgendwie eine Handvoll mit Schüssen und kann fast gar nichts machen, aber man kann halt auch, eine mögliche Aktion ist immer auch zu passen, dann kann man Karten nachziehen und so quasi dann doch wieder agieren, aber einmal aussetzen ist bei diesem Spiel halt auch ganz schön schmerzhaft. Ich finde, das sind zwei schöne Varianten, aber auch diese Profi-Variante ist jetzt nicht super taktisch, das macht es jetzt nicht zu einem Vielspieler-Spiel oder so. Kann man auch in der Profi-Variante mit Familien spielen, ist halt einfach nur ein bisschen taktischer als die Familienvariante, die noch glückslastiger ist durch dieses Wischen der Karten vor jeder Runde. Die Schachtel verspricht ganz viel thematisch und es wird alles eingehalten zu 200%. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Wir sind wirklich diese Banditen, wir sind wirklich in diesem Zug. Es ist wie im Film, es ist echt toll. Auf der anderen Seite ist es so, ich hatte mir tatsächlich irgendwie, ich hatte einfach gedacht, es wäre irgendwie taktischer und das war es dann halt nicht. Es ist halt einfach mehr ein bisschen glückslastiger, ein bisschen chaotischer, ein bisschen familienfreundlicher, was aber auch passt. Es ist halt einfach ein Familienspiel für Leute, die natürlich keine Skrupel haben, sich gegenseitig zu überfallen und zu schlagen und zu schießen und überhaupt.